Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen, nicht neuen Überlebensversuch, sondern immer noch denselben. Seit Montag und seit Dienstag sind wir alleine, beziehungsweise seit gestern nicht mehr. Gestern ist Didi Dawkins dazu gekommen und ist jetzt gerade draußen und sucht für uns Ressourcen. Bei unserem Pech wird sie zwar sterben, aber das ist mir egal. Hauptsache, sie bringt Ressourcen zurück. So. Wir möchten weiterspielen. Wir haben gestern die Roboter mal wieder verjagt und wir werden das Telefon. Was zur Hölle gab mir denn nochmal Steine? War das nur die Socke? Müssen wir echt die Socke gleich verbessern, ne? Na gut. Recyceln wir mal das Telefon, damit wir ein neues Essen machen können. Und gucken mal weiter. Ich habe das Handbuch noch nicht. Es tut mir leid. Ich würde sehr gerne, aber es geht einfach nicht. Geht einfach nicht. Wir müssen die Socke verbessern und dann recyceln. Der Schaden durch den Aufprall ist schlimmer als erwartet, Captain. Es werden mehrere kritische Systeme beschädigt. Du kannst sicher ohne die Müllpresse auskommen, aber Luft ist lebensnotwendig. Was wirst du zur Reparatur verwenden? Das Feuerzeug. Die Statue ist mir zu kostbar. Ah, ich bin verhungert. Scheiße. Du hast das Feuerzeug verwendet, um die beschädigten Teile des Lebenshaltungssystems zu schweißen. Diese beschädigten Teile stellen sich schnell als eine lockere Sicherung heraus. Du hast es zwar geschafft, den Schaltkreis wiederherzustellen und das System hochzufahren, doch es hat viel Zeit in Anspruch genommen. Als du fertig gewesen bist, warst du halb verhungert. Die Idee ist immer noch nicht... Dede, komm doch zurück. Dede, ich brauch dich. Ah, scheiße. Okay, ist zurückgekommen und ich habe die Rüstung nicht. Oh. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Dede ist zurück. Sie hat Essen ohne Ende mitgebracht. Aber das ist nicht das Buch. Und sie ist topfit. Sie ist topfit. Ich kann sie gleich schon wieder rausschicken. Das war knapp, Captain Bronco. Baker war defekt und hat einen unserer Luftfilter zum Überdrehen gebracht. Du hast es geschafft, hochzuspringen und das Gehäuse etwas herauszureißen, wodurch der Lüfter zum Stillstand gebracht wurde. Ich darf Becky in Zukunft nicht so viele Freiheiten lassen. Er ist eher eine künstlerische Intelligenz. Dede hat ihren Auftrag im Morast abgeschlossen. Sie ist anscheinend ein bisschen kränklich, nährungsbedürftig und verstört. Aber das Wichtigste ist, dass sie nicht tot ist. Du lauscht aufgeregt, als sie beginnt, von ihrem sumpfigen Trip zu erzählen. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Sie ist müde. Muss sie überhaupt essen? Das ist hier noch die Frage. Wenn sie nicht essen muss, alter Schwede. Ich hab euer verdammtes Buch noch nicht. Na, gleich kommt der Roboter wieder. Okay. Die Gasmaske ist kaputt und die Schaufel ist kaputt. Was zur Hölle? Ah, die Socke ist doch verbessert. Wir müssen die Socke erstmal resetten. Nee, wir haben genug. Wir haben genug Ressourcen. Wir werden die beiden Sachen einfach neu bauen gleich. So, recyceln wir sie erstmal. Und dann gucken wir mal. Wir sollten zuerst die Rüstung herstellen. Rüstung herstellen, ihr die Socke geben. Und hoffen, dass wir den morgigen Tag überleben. Der Roboter kommt wieder. Der kommt immer wieder danach. Ja, ist... Wieso bin ich verletzt? Du hast dich um den Rattenbefall gekümmert? Oh. Das ist das Buch gar nicht. Das ist immer der Rattenbefall. Ja gut, scheiße. Passiert. Hungrig. Ja gut, dann... Kriegst du was zu essen? Kriegst du auch was zu essen? Wir müssen schnell den Verbandskasten herstellen. Die Socke ist natürlich verschwunden.
Drei Tage. Schaffen wir es mit einer Verletzung, 3 Tage zu überleben? Okay, der Roboter ist weg. Okay, Didi. Wir schicken dich hierhin. Du kriegst das Feuerzeug. Na gut, die Schaufel haben wir nicht, ne? Aber nimm ruhig das Feuerzeug mit und die Rüstung. Die soll dich nämlich beschützen. Dann geh raus und hab Spaß. Ja, das klingt nach einer Idee. Solange versuchen wir zu überleben. Ja, da sind die Gefangenen. Okay, diesmal waren es die Gefangenen. Wirklich. Ah, Tag 85. Ja, ich weiß. Ein Tag verbleibend. Werte Herr, hörst du das? Herein, herein zu Captain! Oh Gott, ich bin verletzt. Aber ich habe 3 Beweglichkeit. Versuchen wir es. Und wenn ich sterbe, ist halt so. Wir haben alles gegeben. Aber wenn. Ich hätte es lassen. Ich konnte es gar nicht lassen, ne? Der erste Hilfekasten ist fertig, sehr schön. Ich bin aber auch gesundheitsschwach. Ja, hier, nimm den Erste-Hilfe-Kasten. Das war bestimmt, weil ich verletzt war. Okay. Verbessern können wir noch nichts. Erstellen. Tun wir die Socke. Ja. Dies ist eine kritische Situation. Du bist keine Matrosin, kein Matrose. Es auf dem Broadway. Auch wenn ich zugeben muss, dass das wunderbar improvisiert. Ich bin gerade zu fertig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich fange von vorne an. Captain, lass sofort das Tanzen sein und hör mir zu. Dies ist eine kritische Situation. Du bist, Charakter 6, kein Matrosin, kein Matrose, auf dem Broadway. Auch wenn ich zugeben muss, dass du wunderbar improvisierst, du wurdest vergiftet. Es ist eine Art aktiver Giftstoff ins Innere des Shuttles gedrungen. Ah, Scheiße. Vielleicht heile ich mich gleichzeitig damit. Das könnte mit der Luftschleuse zusammenhängen. Die war voller, naja, du weißt schon. Mir ist schon klar, dass die Farben schön klingen. Doch wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, könntest du bleibende Schäden davon tragen. Oh, bitte sei geheilt. Ah, ich bin noch immer verletzt. Aber ich kann den Verbandskasten noch verwenden. Du hast schnell gehandelt und den Giftstoff von jeder einzelnen Oberfläche entfernt. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Desinfektionsmittel auf Lager haben. Bei der Reinigung des Shuttles hast du unbekümmert vor dich hingesungen und getanzt wie ein Kind auf dem Poster des Astroburger-Programms. Der Giftstoff klang letztendlich ab und die Riechsalze entfachten ihre Wirkung, doch ich habe den gesamten Akt für die Nachwelt genommen. Ich bin mir sicher, dass du damit berühmt wirst. Hungrig. Nimm den Verbandskasten. Sockenpuppe ist auch gleich ready. Captain, wir sind auf eine außerirdische Lebensform gestoßen, und es handelt sich um eine Art Protozoenparasit, der unserem Wasservorrat befallen hat. Ich habe keine Ahnung, wie der Vorrat verseucht werden konnte. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Ich glaube nicht, dass die Infektion tödlich enden wird, aber meine Daten über diesen Organismen sind nicht vollständig. Möchtest du es einfach durchstehen oder das Wasser reinigen? Ich muss es durchstehen, es geht nicht anders. Hauptsache, es ist jetzt nicht vorbei. Ich habe nicht so lange überlebt, damit ich sterbe. Tag 88. Ah, er ist wieder da! Er ist wieder da! Warum? Aber ich bin fit. Bin fit genug, diesen Kampf zu führen. Aber sowas von. Okay, wir haben zum Glück noch das Artefakt. Wir haben noch das Artefakt. Bitte nicht Ende. Lady ist zurück. Nur wenig erschreckend.
Du wenig erschreckt die Leute mehr als ein Gläubiger. Okay, 37 Steine, 3 Suppen. Sehr schön. Dede ist schwach und müde. Dede, du nimmst erstmal die Puppe. Wir warten 2 Tage und dann gucken wir, was passiert. Ah. Aber die Puppe, wir haben die Chase immer noch nicht gefunden. Das ist so dreckig. Kacke. Aber zumindest haben wir Essen gefunden. Das ist unglaublich, wie ich hier überlebe, oder? Ich finde das gut. Ich finde das gut, wie ich hier überlebe. Das ist echt einzigartig. Ja, einzigartig kann man das nennen, ne? Oh. Okay, Dede ist aber noch ein bisschen schwach. Sie kann zwar raus, aber es wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Okay. Seid gegrüßt, Steuerhinterzieher. Deine Steuern sind 19.000 und 3 Jahre überfällig. Die schwarze Sphäre, die diese Worte bedrohlich gepiept hat, ist ein intergalaktischer Steuereintreiber. Ich habe sie hereingelassen, weil sie sich einwandfrei und rechtmäßig ausgewiesen hat. Öffentliche Angestellte verdienen Respekt. Sie hält dich für diesen gesamten Planeten verantwortlich. Ich wusste, dass sich ein Überraschungsbesuch lohnen würde. Und hier bist du auch. Als erstes werde ich dein Schiff beschlagnahmen. Oh, scheiße. Okay, wenn das nicht funktioniert, haben wir verloren. Das Spiel versucht echt jetzt mit allen Mitteln, mich zum Verlieren zu bringen. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat mit der Stärke, dann ist es vorbei. Das hat funktioniert. Ein Steuereintreiber wollte unser Schiff beschlagnahmen. Du hast ihn gewaltsam zum Wartungsanschluss für Druiden im Shuttle gezerrt. Die Sphäre hat wutend Brand vor sich hingepiept und dir Paragraphen und Gesetzestexte zitiert, aber Recht und Ordnung waren deinen Muskeln nicht gewachsen. Du hast sie eingesteckt und ich habe ihre Einschätzung dir gegenüber überschrieben. Der intergalaktische Steuereintreiber hat nachgegeben. Er hat dir sogar die Option gegeben, eine Beschwerde zu verfassen, die wohl noch schmerzhafter als eine Wurzelbehandlung sei und 3 Terabyte Formulare sowie 60 Jahre Wartezeit beinhalte. Als sich die Sphäre ganz sicher war, dass du keinerlei Beschwerden hast, ist sie verschwunden. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an, Captain. Dede ist wahrscheinlich weiterhin nicht ganz gesund. Okay, dann Dede kriegt dann auf jeden Fall das. Du kriegst was zu essen. Und wir... Oh, scheiße. Keine Ressourcen für die Puppe. Wir recyceln damit auch die Rüstung. Captain, durch stürmische Winde ist ein metallischer Zylinder direkt neben das Shuttle geweht worden. Was für eine Forschungsgelegenheit. Er besteht aus 2 Bereichen. Die Öffnung des einen Teils setzt fest und muss mit Gewalt aufgezwungen werden. Der andere ist verschlossen und ließe sich nur mit Fingerspitzengefühl öffnen. An welchem möchtest du dein Glück versuchen? Dede, stirb nicht. Wenn du stirbst, ist alles verloren. Da muss ich wieder ausharren. Stunden, Jahre ausharren, weißt du? Oh, komm schon, Dede. Mach was Gutes. Du hast dich dazu entschieden, dich mit dem Schloss des Zylinderbehälters zu befassen, obwohl es eindeutig nicht für Menschenhände gemacht worden war. Konntest du es öffnen? Im Inneren hast du eine seltsame Sammlung an Dingensbums und Dingsdas gefunden, von denen ein Großteil Dosen und Tomaten gezeigt hat. Irgendwie hat dich das an Suppe erinnert. Das meiste davon sah nutzlos aus, also hast du den Zylinder und seinen Inhalt den Elementen überlassen, als der Wind wieder stärker wurde. Super! So, Dede. Ich habe gehört, du hast Bock rauszugehen und in die Wüste diesmal zu stolzieren, gefahren. Ich kann dir die Waffe eigentlich nicht mitgeben, ne? Ich muss eigentlich. Ich meine, Steine. Ich brauche keine Steine. Aber ich muss halt den letzten Ort hier nehmen, damit ich neue Orte, glaube ich, freischalte. Komm, scheiß drauf. Gehen wir hin. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Wir nehmen nichts mit. Wir gehen einfach so. Unser Wasseraufbereiter überhitzt. Eigentlich ist das kein Problem. Dafür gibt es Sicherheitsmaßnahmen im System. Das Problem ist, dass wir unter dem Wasseraufbereiter unsere Mineralien lagern. Ich mache mir Sorgen, dass Mineralien dort und es auch nur verbleibende Spuren davon schmelzen oder kochen könnten. Wenn sie zu heiß werden, könnte es gefährlich werden. Ein manueller Neustart könnte das Problem beheben. Wie viele Ressourcen habe ich? 55 Steine. Ah, das muss funktionieren, ey. Diese Scheiße. Tag 93. Ah!
Ah, 40 Steine verloren. Du hast dich entschieden, den Überhitzen manuell neu zu starten. Das war schwierig, schwieriger als du erwartet hast. Das Handbuch des patentierten Astrobürgeraufbereiters warnt ausdrücklich davor, während solchen Reparaturarbeiten Dampfstrahlen freizusetzen. Ach, scheiße. Scheiße. Ach, scheiße. Verzieh dich, Junge. Du hast hier nichts verloren. Bitte. Ich hab euer Buch immer noch nicht. Es tut mir echt leid. Ich hab euer Buch immer noch nicht. Ich wünschte, ich hätte es. Ich bin fast an Tag 100 angekommen. Na, wenigstens das ist da. Okay. Rüstung herstellen. Eine Sache. Die Maske. Die Maske dann recyceln. Die Rüstung verbessern. Daraus Mineralien holen und dann weiter überleben. Captain, wie es scheint, hat die Spezies, die hier vor langer Zeit gelebt hat, eine Kuhgottheit verehrt. Fast alles hier. Macht das die Statue mit mir? Ich bin doch. Achso, ich bin akrobatisch. Alter Schwede. Captain, wie es scheint, hat die Spezies, die hier vor langer Zeit gelebt hat, eine Gottheit verehrt. Fast alles hier erinnert an Rinder, selbst die Fitnessgeräte. Sieht ihr beispielsweise mal diesen komischen Apparat an, der bei einem Scan des Gebiets aufgetaucht ist. Der Schlendertron 5000 ahmt das Verhalten einer Kuh nach. Man schaltet ihn ein und dann schlendert er ziellos durch die Gegend, setzt sich hin, läuft im Kreis, schließt sich einer Gruppe von Schlendertrons an. Okay, das Ding muss irgendeinen Nutzen haben. Möchtest du es wenigstens ausprobieren, damit wir mehr darüber herausfinden? Vielleicht eine andere Möglichkeit habe ich eigentlich nicht, ne? Ich muss langsam was trinken, Alter. Das Spiel macht mich wahnsinnig, ey. Du hast dein persönliches Fitnessniveau getestet, indem du den Schlendertron ausprobiert hast. Oh, er ist ganz sicher geschlendert. Ich weiß nicht, wie oft du dich hingesetzt hast, nur um dann wieder aufzustehen. Es sah grausam aus. Du hast verschwitzt, keuchend und schmuddelig bis zum Ende des Durchgangs vom Schlendertron 5000 durchgehalten. Als du fertig warst, hast du den Schlendertron ausgeschaltet und gesagt, das war schwerer, als ich dachte. Was für ein heftiges Workout. Bin ich jetzt stärker geworden dadurch? Nee, stark und noch. Hat sich nichts geändert. Okay, recyceln wir die Gasmaske. Warte. Okay. Recyceln wir die Gasmaske. So. Langzeitraumfahrten bergen viele Risiken für die körperliche Gesundheit. Von Muskeltraphobie, über Faulheit bis hin zur berüchtigten natriumreichen Ernährung. Ich bin besorgt, dass sich deine körperliche Verfassung seit Beginn unserer kleinen Reise verschlechtert hat. Ich empfehle ein tägliches Trainingsprogramm, für das du lediglich dein eigenes Körpergewicht brauchst. Dafür benötigst du keinerlei Ausrüstung, nur die Schwerkraft oder künstliche Schwerkraft. Möchtest du trainieren? Ja. Als hätte ich eine Wahl. Als hätte ich eine Wahl. Tadellose Haltung, Captain. Klimmzüge, Planken, Kniebeugen und Ausfallschritte in dieser Umgebung. Du hast dich mit. Alter, wie viel Suppe ich habe. Du hast mit den Ersatzteilen des Shuttles sogar noch mehr Gewicht hinzugefügt. Schwitzend und brüllend hast du das Training wie eine leere Suppendose zerschmettert. Du bist ein wahrlich vorbildlicher Astrobürger. Das automatisierte System berechnete zusätzliche Zuwendung, die ein vorbildlicher Astrobürger erhält. Ein verdeckter Spender öffnete sich und spuckte zwei Suppendosen aus. Ich bedauere es zu vermelden, dass dies die einzigen zwei Dosen sind, die an Bord dieses Schiffes versteckt waren. Oder vielleicht doch nicht? Dede, du bist zurück. Hast mir 22 Steine mitgebracht. Ein Telefon. Vier Suppen. Und ich habe ein Teil auseinandergebaut. Geil. Ja, du kriegst auf jeden Fall was zu essen. Als Dank dafür mache ich für dich jetzt eine Sockenpuppe. Und der Typ ist noch nicht da, ne?
Als du in der unmittelbaren Umgebung des Shuttles auf Erkundungstour gegangen bist, hast du bemerkt, dass das, was du für eine Felsformation gehalten hast, in Wahrheit ein von Staub und Sputz bedeckter Spender ist. Er wird durch eine durch einfache Abbildung von Suppendosen geziert und scheint schon seit langer Zeit keine Energie mehr zu haben. Wir könnten versuchen, das Problem zu beheben, aber wie? Nee, meine Waffe gebe ich dafür nicht her. Das kannst du knicken. Es läuft gerade hier so gut, es läuft so, so gut, dass ich den Scheiß nicht verlieren werde. Nein, sehe ich nicht ein. Wir machen heute übrigens noch bis Tag 100. Oder versuchen es zumindest. Und dann kommt die nächste Folge. Ah. Oh, du hast den antiken Suppenspender links liegen lassen. Wie es aussieht, war er wirklich in einem furchtbaren Zustand. Ein Windstoß und ein paar vereinzelte Felsen, die von einem nahegelegenen Hügel gerollt sind, haben ihn in Stücke fallen lassen. Pass auf diesen Planeten, dass auf diesem Planeten so eine Technologie existiert, hat dich überrascht. Du hast den Nachmittag damit verbracht, Theorien über Geräte und Zeitreisen zu entwerfen. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an, Captain. Ja, dann Captain ist was. Wir haben genug Suppe für alle. Okay. Halten wir sie mit einer Waffe auf. Oh, ich weiß nicht. Ich bin hier am Verzweifeln. Tag 99. Oh, Sockenpuppe. Ach, guck mal. Die Edgars sind wieder da. Okay, als nächstes verbessern wir, was verbessern wir denn am besten? Wie wär's mit Klebeband? Die Gefangenen sind, ah gut. Hallo Edgars, wie geht's euch? Das wird nie was, ey. Das wird doch nie was. Tag 100. Ja, Freunde. Tag 100. Oh, das Klebeband. wir haben es immer noch nicht geschafft, dieses dämliche Buch an Land zu kriegen. Jede scheint sehr begeistert zu sein. Sie ist auch wieder fit. Sie kann losgehen ohne die Sockenpuppe. Finde ich gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu der nächsten Folge. Und gucken, ob wir weiterkommen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.